Ja, und damit einen wunderschönen guten lieben Abend, meine lieben YouTuber. Willkommen auf meinem Kanal Peter Rocke B 1950. So, mir gerade mal einen Kaffee geholt, weil es ist verdammt warm, um ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu halten, weil ihr wisst ja, mein Puls ist ja bei 50, aber darum soll es heute nicht gehen. In diesem Video geht es heute darum, auf den Treffen in Blankenburg. Wie gesagt, ich habe ja so gut ich konnte alles eingefangen, natürlich auch nicht alles. Wenn nicht, dann müsst ihr selber mal eingeben. Ostcamping-Treffen Blankenburg, was da noch so los war. Da war zum Beispiel noch Robo ziehen oder beziehungsweise Feuerwehrwagen ziehen, also den ganz großen W50, genauso und irgendwie noch Trabi ziehen oder sowas. Ja, mein Akku hat leider dafür nicht gereicht, aber ihr wisst ja, dass ich auch so einer bin, wenn er schon irgendwo unterwegs ist, dass er auch schon mal so nach Kleinigkeiten halt mal guckt. Also habe ich da ein bisschen eingekauft, jetzt natürlich nicht übertrieben viel. Habe schon mal optisch noch ein bisschen was an der Simson gemacht in Sachen Aufkleber, damit das halt etwas näher an die MZ ETZ 250 ist. Und das möchte ich euch hier schon mal in ein Video zeigen, wie ich das ja bei dem einen Video angekündigt habe, wo ich mich ja bei meinen treuen Abonnenten bedankt hatte und auch alle neuen Abonnenten herzlich nach wie vor willkommen heiße. Weiter fleißig liken und abonnieren und Daumen und teilen und Werbetrommel rühren und so weiter. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, jetzt drehe ich mal die Kamera und ja, zeige euch das einfach mal. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt mit weißem Transparent und Schwarz das S53, den Schriftzug Simson und das IFA-Logo, so wie es auch die MZ hat. Das könnt ihr euch speichern. Screenshot von machen, wenn möglich, oder kurz pausieren und euch mit dem Handy abfotografieren, wenn ihr auf dem PC gerade guckt oder auf dem Fernseher, und dann werdet ihr feststellen, das ist die MZ ETZ 250F. Gut, hier steht jetzt Simson drauf und nicht MZ, weil es ja auch eine Simson ist, aber zumindest, dass dieses IFA-Logo vorne ist und dass die dann auch so ihre Beschriftung hat. Ne? Hier oben steht ja MZ mit dem IFA-Logo und unten würde jetzt eigentlich stehen ETZ 250. Das F steht natürlich nicht dabei. Des Weiteren habe ich auch einen neuen Aufkleber machen lassen für meinen Helm. Der hat 9 cm, der andere hatte 10 cm. Der ist komplett faltenfrei. Wirklich, wirklich faltenfrei. Ich stehe mal dafür kurz auf und zeige euch das mal so ein bisschen von nah. So geht es doch auch. Das ist schon eine verbesserte, ich sage jetzt mal, Klebetechnik. Die geht ganz ohne Falten drauf. Also da ist nicht so wie davor irgendwie eine Nase oder so. Es sind insgesamt zwei Schriftzüge, also links und rechts. Und ja, drei Polizeisterne. So, jetzt zeigen wir euch erstmal hier das weitere Simson-Logo hier, Simson-IFA-Logo. Und wieder den Schriftzug. So, dann habt ihr das ja auf den Helm gerade gesehen. Und dann haben wir jetzt auch hier auf den Schutzblech auch ohne irgendeine Kante oder Falte, schön in Hochglanz, haben wir jetzt einen anderen Polizeistern hier in Schwarz-Weiß, also so wie es eigentlich sein soll. Und des Weiteren habe ich nochmal hier bei meinem Schriftzug, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, es hat so einen Streifen hier drüber machen lassen in der NVA Olivgrünfarbe, dass das Ganze hier so ein bisschen also quasi abschließt. Ne? So, das ist schon mal so die erste Neuigkeit, die ich da habe mir anfertigen lassen bei einer Firma, die halt Autos foliert, Aufkleber herstellt oder macht und tut. Also es macht ja in dem Sinne, macht man das ja auf dem Computer und dann kommt es aus dem Drucker raus. Und ja, da es ja drei Sterne sind, haben wir für hinten noch mal hier noch mal einen kleinen bekommen. Ja, dann war vorne ein, hinten ein und auf den Helm ein, der dritte, oder wie ihr das haben wollt oder so, das bleibt euch überlassen. Das ist schon mal so die erste Neuigkeit. Dann hatten wir ja dort Verkaufsstände gehabt, also neue und alte Sachen. Und Sachen, die sich mal jemand gekauft hat
und dann noch die noch in der Schweißfolie verpackt waren und die man dann halt nicht gebrauchen konnte. Und naja, ich bin ja jetzt noch unterwegs, deswegen würde ich einfach mal sagen, wenn ich zu Hause bin, zeige ich euch noch die restlichen Kleinigkeiten, die ich dann noch so zum Thema Simson, Volkspolizeiprojekt, Umbauprojekt und kleine Zubehörsachen und sowas noch gefunden habe. Und was ich noch so für ein Haushalt gefunden habe, das zeige ich euch auch. Nur eine Kleinigkeit, nichts Besonderes, Großes und ja, mein sogenanntes versprochenes Statement, also dass ich zu jeder Kleinigkeit etwas sagen wollte, das kommt dann noch. Ich muss mir das alles nur noch so im Kopf richtig zusammenreimen. Könnte ein bisschen dauern, aber was soll's. Gut. Dann bis später, wenn ich zu Hause bin. Gibt's dann im Videozusammenschnitt in Reihenfolge. So, genau. Tschüss. Ja, und noch zum Schluss hatte ich noch ganz vergessen zu sagen, falls ihr jetzt den Unterschied zwischen den Aufklebern und den Aufklebern nicht merkt und ihr einen super guten PC und Rechner habt, dann könnt ihr das ja mal bis ins Kleinste mal recherchieren und könnt euch ja mal die Schriftzüge von der MZ mal richtig ranzoomen und dann mal bis ins kleinste Detail mal einfach vergleichen. Ne? Oder euch einfach ein paar alte Videos angucken, wo ihr noch diesen schwarzen Schriftzug hier an meiner Simson seht, der ja eigentlich auch bei einer MZ gang und gäbe war, aber das finde ich ein bisschen schöner, weil das einfach auch quasi, ne, nochmal die Farbe so ein bisschen hervorhebt, nochmal so ein bisschen sich von der, wie man so schon sagt, Schokoladenseite zeigt, ja? Gut, dann bis später. Thank you.